Das restliche Wasser und das können wir dann erstmal in die Truhe packen. Das brauchen wir ja erstmal nicht. Wir wissen ja dann, wo es ist, ne? So. Und zwar in diese Truhe. Das Wasser da rein. Das restliche Mehl. Den Teig. Ne? Hat er nicht damit angefangen, das zu produzieren? Das ist ja... Nein, hat er nicht. Fang an. So. Was haben wir noch im Inventar, was wir vielleicht erstmal weglegen können? Na, ich lasse es erstmal drin. Ich weiß ja nicht, was ich brauche so als nächstes. Ich weiß ja noch gar nicht genau, was ich als nächstes machen will, ehrlich gesagt. Ach, ich wollte gucken, wie man die Kreuze produzieren. Da müssen wir also jetzt vielleicht dann doch mal an den Technologiebaum. Ja, ich habe Brot gebacken. Sehr geile Sache, ehrlich gesagt. Sehr, sehr geile Sache. Der Inquisitor. Ich gucke gerade, was wir allgemein so an Quests offen haben, mit denen wir uns dann zwischendurch mal... Hält sich für einen Dichter. Ja, geil. Der Kapitän verbringt seine Zeit in der Taverne mit Alkohol und Würfelspielchen. Wir haben schon recht viele Leute getroffen. Okay. Technologien. Oh, hier können wir erstmal... jede Menge Anatomiezeug freischalten. Knochen entfernen. Hartes Zeug. Knochen entfernen. Weiches Zeug. Und die wichtigen Teile. So, ich würde sagen, was wir haben, haben wir, ne? So, und für die nächsten beiden Sachen in der Anatomie brauchen wir blaue Punkte. Und wie wir blaue Punkte herkriegen, das wissen wir bisher tatsächlich noch gar nicht. Von daher sind wir hier erstmal fertig. Aber unsere Leichenhalle ausbauen können wir bei Gelegenheit dann auch nochmal. So, Theologie, Grabplatte. Werkbank für Holz. Schalte ich aber das frei. Und damit ist hier dann auch erstmal Schluss. Bücher schreiben haben wir noch gar nichts. Landwirtschaft und Natur. Brauchen wir auch blaue Punkte, um wirklich vorwärts zu kommen. Blaupause für einen Beerenstrauch. Und Platz für einen Apfelbaum. Ja, geil. Geil, geil, geil. Will ich alles haben. Wir haben ja genug grüne Punkte. So, in der Schmiedekunst. Da kommen wir bestimmt noch nicht großartig weiter. Ja, wir müssen mal ein bisschen was mit Schmiede und Arbeiten machen und dann hier... Bessere Werkzeuge freischalten. Das klingt doch nach einem Plan. Segen. Und damit ist hier auch erstmal Schluss. Und die Rezepte beim Kochen sind einfach nur aufgelistet. Die müssen wir allgemein alle suchen. Gut, aber das war doch schon mal ziemlich... Das hat uns gerade echt ein bisschen vorangebracht. So, eine Werkbank für Holz. Haben wir irgendwo eine Werkbank für Holz? Nein. Tutorial bauen. Benutze einen Planungstisch, um das Bauinterface aufzurufen und ein Objekt zu bauen oder zu entfernen. Manche Objekte stehen sofort zur Verfügung. Andere müssen mit deinem Hammer bearbeitet werden. Das verbraucht Zeit und Energie. Was können wir denn überhaupt? Oh Gott, was wir alles bauen können. Gut, Kisten haben wir im Moment genug. Einen Holzstapel haben wir auch. Ein Sägebock ist vielleicht nicht verkehrt. Brauchen wir aber 10 Holzstöckchen für. Die müssen wir dann erstmal suchen. Gut, also erstmal Holzstöckchen suchen.
Das soll nicht das Problem sein. Heute kommt auch der Bischof zur Kirche, aber das ist mir relativ egal. Bringt mir ja nichts. Wir haben ja seine Voraussetzungen noch nicht erfüllt. Ja, können wir hier nebenbei auch ein bisschen. Oh, ich möchte bei Gelegenheit dann auch mal mit dem Feld anfangen. Ja, sammeln wir gleich noch ein paar mehr Holzstückchen. Dann haben wir das hier schon mal alles so ein kleines bisschen aufgeräumt hier. Ja. Und vor allem gibt es uns rote Punkte und die brauchen wir. Stell dich mal dahin. Damit wir unser Holz mal zurechtsägen können hier. Holzscheite und Balken können wir jetzt hier herstellen und vor allem Holzmarkierungen. Nägel gefertigt am Kochtisch? Was? So, Balken. Wir brauchen für die Holzmarkierung, für die Gräber brauchen wir Balken. Und okay, wir können 6 Holzmarkierungen herstellen, wir haben nicht 6 Nägel. Dafür bräuchten wir dann 12, also noch 9 Balken. Das heißt, wir zerschneiden jetzt hier die beiden Balken. Das ist unsere nächste Aufgabe. Damit wir dann anschließend Holzmarkierungen herstellen können. Damit wir damit dann erstmal unseren Friedhof wieder ein bisschen verschönern können. So. Das sollte eigentlich reichen. Wie können wir dann den nächsten Tag alle da runterbringen? Nicht genug. Oh, okay. Okay. Lass ich das da kurz stehen. Hier wird ja auch immer noch. Das ist ja. Lass ich erstmal so. Erstmal da die letzte Markierung. Ich fange jetzt hier doch mal ein Lager an. Über Alkohol und sowas sammeln. Das gebratene Fleisch und. Das gebratene Fleisch packe ich hier auch mal weg. Und das Brot auch, weil wir backen ja noch Brot, dann können wir ja das dann erstmal mitnehmen. Raus aus der Leiste und schlafen. Wir haben den nächsten Tag viel vor, viel zu tun. Ganz, ganz viele und ganz, ganz große Aufgaben liegen noch vor uns und ich finde das so geil. Ich habe ja noch nicht mal an der Oberfläche von dem gekratzt, was in diesem Spiel so alles möglich ist und ich bin schon so dermaßen geflasht davon. So, okay. Machen wir hier das letzte Ding noch fertig. Und dann sehen wir zu, dass wir erstmal unseren Friedhof ein bisschen verschönern. Und gucken wir mal, wie wir da unten dann insgesamt auch weitermachen. Es ist noch keine neue Leiche da. Aber hier können wir ein bisschen was. Das Holzkreuz ist doch total scheiße, oder?
Zustand 0%. Dann machen wir unser eigenes Ding hin. Haben wir, glaube ich, im Moment mehr von. So, das hier ist ein Minus-3er-Ding. So, jetzt ist es nur noch Minus-2. Die steinerne Markierung, die ist auch im Arsch. Die entferne ich auch mal. Alles, was kaputt ist, das entferne ich jetzt hier erstmal. Das kann ich bei Gelegenheit dann reparieren. Aber prinzipiell haben wir dann erstmal einen besseren Überblick, was hier noch so zu tun ist. So, die ist auch. Jetzt ist meine Energie bald schon wieder alle, ne? Das ist so krass. Wenn man dann wirklich mal arbeiten will, dann sowas, ne? Ja. So, hier kommt auch erstmal eine Holzmarkierung drauf. Zack. Dann habe ich nämlich erstmal wieder Platz hierfür. Das können wir eigentlich alles hier oben erstmal in die Kiste packen, ne? Die kaputten Sachen. Ist das kaputt hier? Na, es fügt ihm zumindest immer noch einen Punkt hinzu. Also dann lasse ich das doch nochmal da. Ah, es ist eine neue Leiche da. Okay, die bringe ich auf dem Rückweg dann gleich noch rein. Oh, hier ist beides kaputt. Ich muss den nächsten Tag weiterarbeiten, das bringt alles nichts. Unsere Energie ist nämlich schon wieder im Arsch. Ich komme wieder. Ich habe noch Platz im Inventar, alles gut. Oh, diesmal können wir mit der Leiche auch richtig arbeiten, ne? Aber das mache ich dann tatsächlich, wenn ich wieder Energie habe. Und wenn wir unseren Friedhof dann so ein bisschen aufgehübscht haben, bauen wir als nächstes die Leichenhalle so ein bisschen aus hier. Und so können wir dann so nach und nach uns hier so ein richtig schönes kleines Heim zusammen, aber oh Gott, zusammen basteln. Und das wird richtig, richtig geil. Kann ich mit den Pilzen irgendwas machen? Auf jeden Fall nicht hier am Tisch. Okay. Und ich muss mal Zwiebeln anbauen. Ich muss mich mal ein bisschen umsehen dann. Und in Erfahrung bringen, wo wir was herkriegen. Und wenn wir jetzt... Wir machen jetzt erstmal den Friedhof und dann gucken wir, was wir für das Ausbauen der Leichenhalle brauchen. Ja, und dann, wenn wir gerade die Kapazitäten haben, das zu machen, dann machen wir dann erstmal das. Und ansonsten sehen wir uns in der Umgebung dann erstmal in aller Ruhe noch ein bisschen um. Und wir nehmen uns wirklich Zeit, wir lassen uns Zeit. Was ist das hier eigentlich? Einfach nur ein Fenster. Okay, aber was ist das da für eine Luke? Die sieht nämlich kaputt aus hier. Oh, die könnte ich sogar... Fix the Corpse Hatch. Ja, komm. Ich meine, wenn wir gerade die Möglichkeit haben, das zu machen... Kann ich die Leiche da direkt reinschmeißen jetzt, ja? Ist ja cool. Ha. Okay, so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstmal das Fleisch. Machen wir erstmal das Fleisch. Fleisch können wir im Moment immer gebrauchen. Jetzt haben wir auch nur noch, jetzt haben wir nur noch zwei weiße Dinger, die wir kriegen können. So, was passiert denn jetzt, wenn ich das Blut entferne? Wir probieren einfach erstmal aus. Diese Leiche sollten wir so nehmen und beerdigen. Mache ich auch. Wie viele Holzkreuze habe ich denn noch?
wir mal kurz ins Inventar gucken. Ich habe noch 3. Wie viele brauche ich noch? 1, 2, 3. Scheiße. Na gut, machen wir erstmal die Grabstätte. Ich kann eigentlich da auch gleich noch eine planen. Dann haben wir erstmal was. Holzmarkierung drauf und schon steigt die Qualität unseres Friedhofs. Guckt euch das an. Ein Grab in einer 1er-Qualität. So, das Ding wollte ich entfernen. Ich werde heute noch nicht fertig damit. Gut, wir müssen mal gucken wegen Reparaturkits, ne? Wie wir die herstellen. Das alles hier so nach und nach mal auf Vordermann bringen, obwohl. Pass mal auf. Alles, was im Moment nicht heile ist, wandert erstmal in die Truhe. Dann haben wir nämlich insgesamt einen viel besseren Überblick, was wir dann noch reparieren müssen, wo wir dann noch irgendwas für brauchen. Das heißt auch der hier. Der bringt zwar noch einen Punkt, aber das ist mir jetzt gerade egal. Für meine Übersicht ist mir das gerade egal. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Komm hier. Friss ein Brot. Den schaffst du jetzt noch. So. Plumps. So. Der hier ist ein richtiger Widerling. Der kriegt erstmal einen schönen Grabstein oben drauf gepflanzt. So. Und dann esse ich noch ein Brot. Dann platzieren wir hier noch einen. Und dann sollte ich nochmal einen Baum fällen, dass ich nochmal herausfinden sollte, wie wir Nägel herstellen. Ne? Dass wir wenigstens erstmal überall Grabsteine drauf platschen können. Minus 5 sind wir jetzt, okay. Balken brauche ich ja auch. Und dann nehme ich mal... Entfernen wir hier mal... den Baum. Das sieht dann auch ein bisschen schöner aus. Hm. Hätte sein können, dass ich das irgendwie wegschlagen kann. Und das da unten, ja. Das ist auch mit diesen ganzen abgeholzten Bäumen. Weil kann ich den Baum hier eigentlich? Nein. Da fehlen mir noch Kapazitäten zu, wie mir scheint. Ja, Nägel. Nägel werden am Amboss gefertigt. Kann ich? Habe ich denn einen Amboss? Nee, ne? Aber ich kann mir primitives Schmieden erlernen. Für Blaupause hölzerner Amboss herstellen Nägel und herstellen einfache Eisenstücke. Schalten wir frei. Glas würde mich auch reizen, aber ehrlich gesagt brauche ich jetzt erstmal noch 4 rote Punkte und dann will ich mir erstmal die Werkzeuge basteln. So. Was machen wir denn wohl mit den Holzscheiten? Im Moment brauche ich auf jeden Fall nochmal Balken. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Du bist gut. Du bist großartig. So. Hölzerner Amboss. Ah. Da machen wir Holzscheite für. Okay. Gut, dann wird der nächste Baum zu Holzscheiten verarbeitet. Ist auch gut zu wissen, muss man alles erstmal lernen, muss man alles erstmal hinkriegen.
Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das packen. Und morgen ist der Inquisitor wieder da und mit dem würde ich mich am Hexenhügel tatsächlich ganz gerne treffen. Das ist ein Date, das wir einhalten sollten.